Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück hier aus Spikeford bei Pokémon Schwert. Ja, und Mary hat, glaube ich, ein paar Worte zu sagen da vorne. Bitte was? Könnt ihr jetzt mal kurz den Mund halten? Ich rede. Oh, Matze, hast du mich erschreckt? Tut mir echt leid, aber ich bin so wütend. Ich habe gerade für Klicker bekommen, dass Spikeford für mich abgeriegelt wurde. Mit Spikeford geht es einfach immer weiter den Bach runter. Und was unternimmt Arenaleiter Ness dagegen? Nichts. Er tut so, als wäre alles in Butter. Deshalb haben wir irgendwann die Sache in die Hand genommen. Wir haben uns als Team Yell verkleidet, um die anderen Arena-Challenger zu sabotieren. Unser Plan war, keine anderen Challenger in die Stadt oder ins Arena-Stadion zu lassen. Damit hätte Miss Mary leichtes Spiel gehabt und die Arena-Challenge ganz alleine gerockt. Das wäre ihr Ticket zum Champ Cup gewesen. Ihre Chancen, den Champ vom Thron zu stoßen, wären damit sowas von gestiegen. Ich fasse es nicht. Das ist doch Betrug. Unter guten Fans stelle ich mir definitiv was anderes vor. Matze, vergiss jetzt mal alle Arena-Formalitäten. Geh einfach direkt den Arena-Leiter herausfordern. Toxli! Dann tun wir das doch. Geht mir mal aus dem Weg. Alle Pokémon sind fit, alle Pokémon sind fit. Marienorden 7 zu Biris sehe ich da links oben. Was macht der denn? Ich möchte ein Pokémon tauschen. Würdest du deinen Barrikadax gegen einen Pantymos aus der Kanto-Region tauschen? Nein. Nein. Endlich kommt mal jemand. Als Arenaleiter bin ich nicht wirklich zu was zu gebrauchen, musst du wissen. Ich hatte schon Panik, dass mich deshalb keiner herausfordern würde. Aber dank meiner guten Ohren habe ich die Sache mit dem Tor hin mitgekriegt. Ich kapiere die ganze Aktion ja, aber so allein zu sein hat ganz schön in der Seele wehgetan. In diesem Stadion ist Dynamax leider nicht einsetzbar. Ich kann dir also nur einen einfachen Kampf bieten. Ich hoffe, du wirst trotzdem ein bisschen Spaß daran haben. Glaub mir, der Kampf ist mir sogar lieber. Schön oldschool. Dann wollen wir mal. Ich bin der Arenaleiter von Spikeford und begnadeter Trainer von Unlicht-Pokémon. Dank meiner sensiblen Seite nennt man mich den wehmütigen Ness. Dieses Lied ist für alle, die glauben, mich in einem Pokémon-Kampf besiegen zu können. Also für dich. Mein Team kann es kaum erwarten. Jetzt wird gerockt. Spikeford! Ness fordert dich heraus. Haben. Ich will euch alle hören. Sagt es. Was sagt es mir? Irokex. Vom Typ Kampf und Licht. Trabelschläge. Durchbruch. Wir bleiben bei Trommelschläge. Und das ist mal danach noch. Nochmal Durchbruch. Nochmal Trommelschläge. Komm schon. Ja, okay, es ist besiegt. Als nächstes wird Calamanero eingesetzt. Calamanero ist undicht Psycho. Wieso legen wir so undicht? Ja, undicht ist auch Psycho effektiv, aber halt auch undicht nicht.
seiner Fähigkeit Umkehrung will Calamanera euch ordentlich aufmischen. Schauen wir mal. Nochmal. Nein, das reicht nicht ganz. Seelenbruch. Oh mein Gott, Fee ist effektiv. Okay. Hätte ich das einfach nur davor schon eingesetzt. Oh Mann. Ja, Olangar erreicht Level 47. Barrikadax, Pokémon wechseln. Kaokto, du bist dran. Hier kommt der Star meiner Band. Sein gellendes Röhren ist sein Markenzeichen. Barrikadax. Locker. Ja. Das ist Kraftkurs. Vierfach Schwäche von Barrikadax. Keine Chance gegen Kaokto. Guntag, Unlichtgift. Bei mir gibt es keine Zugabe, keine Songs, keine Attacken und auch keine Pokémon. Okay. Oh, du hast Pokémon. Werden zwar alle stinken, aber was soll's. Skuntank, zeig's ihr mit Tiefschlag und Toxin. Stahlflügelkramer. Ich dachte, das wäre sehr effektiv, verdammt Axt. Kreideschrei. Komm mit Tiefschlag. Letzter Stahlflügel. Nein. Ja, Karma, verdient. Alle treffen, nur du nicht. Wieder keine Ahnung, was auf Gift effektiv ist. Boden, glaube ich, bin mir aber echt nicht sicher. Okay, es reicht. Olangar macht's. Finalschlag von Skuntank. Reicht aber nicht, um mich zu besiegen. Wilfix erreicht Level 47. Ness wurde besiegt. Meine Pokémon und ich haben alles gegeben. Lass uns das irgendwann mal wiederholen. Ich bin froh, dass ich gegen dich antreten durfte. Meine Pokémon scheint es genauso zu gehen. Hier, das ist der Unlichtorden. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 55 fangen. Eine Uniform kriegst du auch noch. Ich sollte die Dinge unbedingt auf meinen Konzerten verkaufen. Als nächstes fordere mich bestimmt meine kleine Schwester Mary heraus.
Das war schon ein bisschen bewegend. Du hast den Kampf also mitverfolgt? Dann kann ich nur hoffen, dass du dir kein Vorbild an mir nimmst, Schwesterchen. Ach was, deine Taktik war nicht übel. Ich habe mir ein paar gute Tricks von dir abschauen können. Wirklich? Hör mal, Mary, es gibt da was ich dir sagen wollte. Ich würde meine Stelle als Arenaleiter von Spikefront gerne an dich abtreten. Das weiß ich doch schon längst. Du willst nach dem Turnier zurücktreten, richtig? Weißt du, dafür, dass du dich strikt weigerst, Dynamax einzusetzen, hast du als Arenaleiter echt gute Arbeit geleistet. Das mag ich an dir, Bruderherz. Aber ich muss dich trotzdem enttäuschen. Meine Antwort ist nein. Ich will doch der nächste Champ werden. Da kann ich nicht auch noch Arenaleiterin sein. Stimmt, da war ja was. Okay, dann lass mich doch mal überprüfen, ob du das Zeug zum Champ hast. Danke, dass du meinem Bruder so einen tollen Kampf geliefert hast, Matze. Aber jetzt bin ich dran. Du darfst dich also vom Acker machen. Bis bald. Du hast Ness besiegt, was? Hier ist deine TM zur Belohnung. Standpauke. Hey, auf Route 9 gibt es einen Notfall. Es scheint so schlimm zu sein, dass sogar der Champ dafür anrücken musste. Duda, du hast das besiegt. Stimmt, Stelion könnte deine Hilfe sicher gebrauchen. Komm, ich bring dich zu ihm. Kaboom! Hey Matze, danke, dass du gekommen bist, aber ich gehe diesen Lärm schon auf den Grund, keine Sorge. Ich will, dass du und Hopp euch voll und ganz auf die Arena-Challenge konzentrieren könnt. Euch fehlt nur noch der Orden von Roy, dem Drachen-Arena-Leiter. Aber Roy ist eine Nummer für sich, er ist so stark, dass ich ihn als meinen Rivalen anerkenne. So, genug geredet, ich muss jetzt diesen Lärm von eben auf den Grund gehen. Ich, Delion, der Unschlagbare, werde eure Zukunft mit allem verteidigen, was ich habe. Das kam von der anderen Seite des Tunnels. Das ist mein Stichwort. It's Champ Time! Ja, it's Champ Time. So. Bei uns ist nicht mehr so Champ Time. Na, alle sind wieder fit. Ja, dann. Auf geht's. Zurück nach Claw City. Und dann machen wir ein paar Abenteuer in der Naturzone, bevor wir den nächsten Orden angehen. Ja. Geht immer aus dem Weg. Ihr Nullpen. Delion, oh mein Gott, Delion! Delion, ich will ein Kind von dir! Hallo, Hopp. Hallo, Iskala. Hey, Matze! Hast du es mitbekommen? Geht's dem Delion? Genau. Erst war da dieses laute Rums und dann ist dieses rote Licht erschienen. Und dann hat sich plötzlich ein wildes Pokémon, das zufällig in der Nähe war, Dynamaximiert. Hier, schau dir die Schlagzeilen an. Das ist ein Mautzinger. Das ist Delion. Er ist einfach der Coolste. Nicht Blindhopp. Ich weiß, dass das sein Bruder ist. Mein Bruder und sein Glurak haben nicht lange gefackelt und das dynamaximierte Pokémon auf der Stelle aus dem Verkehr gezogen. Glurak ist Feuer, Mautzinger ist Stahl. Wow, sehr schwer. Da ist mir mal wieder bewusst geworden, wie stark mein Bruder wirklich ist. Das war Typenvorteil. Ich muss mit ihm reden. Soweit ich weiß, sollte er beim Stadion von Claw City sein. Auf geht's! So. Achso, jetzt gibt es mal, wie schnell Cleopatra ist. Das ist so krank. Zum Glück ist sie jetzt weg. So. Wir müssen wieder zurück nach Claw City. Oh, da warten noch ein paar Trainer auf uns. Diese Stärke steht dir förmlich ins Gesicht geschrieben. Sei so gut und gestatte mir, mich in einem Kampf davon zu überzeugen. Gentleman Patrick. Dunkles. Setzt der Aeroass ein. Oh.
Monte Carlo erreicht Level 47. Ja, den tut das alles ein bisschen Training nicht schlecht. Mortipot. Und das Pokémon geht flöten. Quatermack ist Kampf. Besiegt. Nice. Wie ich erwartet hatte, mein geschultes Auge kennt eben ein Talent, wenn es vor mir steht. Tja. Aber die Chance, dass ich auf Spike fortkomme, war auch relativ groß. Also, sind übrigens wieder hier. Den Ort kennen wir alle noch. Jetzt müssen wir die letzte Brücke und dann sind wir wieder in Claw City.